Was ich mir vorgenommen habe für heute Abend, ist so ein bisschen eine Einführung zu geben. Ja, was haben Eiszeiten mit der Sicherheit eines Endlagers zu tun? Das sagt ja schon der Titel des Vortrags. Das heißt, ich werde so ein bisschen was erklären, so die Grundlagen, wie soll die Endlagerung funktionieren? Speziell hier in Deutschland, wie sind da die Rahmenbedingungen? Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie soll das Ganze funktionieren? Ja, Langzeitsicherheit, was bedeutet das überhaupt in diesem Zusammenhang? Und damit dann eben den Bogen zu den Eiszeiten schlagen, so ein bisschen so einen Überblick verschaffen. Kommen Eiszeiten überhaupt zustande und welche Prozesse können während der Eiszeiten auftreten, die eben möglicherweise in Zukunft auch ein Endlager beeinträchtigen können. Ja, ich hab beschlossen, einfach mit der Endlagerung anzufangen, so ein bisschen die Rahmenbedingungen hier zu erklären. Irgendwie sehe ich die ganze Zeit hier mein Video, das muss ich irgendwie mal minimieren. Ne, so ist es, glaube ich, besser. Genau, also die Endlagerung radioaktiver Abfälle wird in Deutschland durch das Standortauswahlgesetz geregelt, das eben 2017 verabschiedet wurde. Und die Ziel der Endlagerung laut diesem Standortauswahlgesetz ist eben der bestmögliche Schutz von Mensch und Umwelt vor ionisierender Strahlung aus eben diesen radioaktiven Abfällen für einen Zeitraum von 1 Million Jahre. 1 Million Jahre ist eben doch ein erheblich langer Zeitraum. Und deswegen spielen dann da eben auch eine ganze Menge geologischer Prozesse eine Rolle. Ja, und dieses Standortauswahlgesetz beinhaltet eben, das sind so die wichtigen Rahmenbedingungen für die geowissenschaftlichen Fragestellungen, die Ausschlusskriterien, also welche Regionen, Gebiete kommen überhaupt nicht in Frage für die Endlagerung. Dann gibt es gewisse Mindestanforderungen an einen Standort, die überhaupt erfüllt werden müssen, um in Frage zu kommen. Und dann gibt es noch 11 sogenannte geowissenschaftliche Abwägungskriterien, die eben dann diese Anforderungen an so einen potenziellen Standort näher definieren. Ja, und vor ziemlich genau einem Jahr, letztes Jahr im September, wurde von der Bundesgesellschaft für Endlagerung, der BGE, mit der wir als BGR ja sehr intensiv zusammenarbeiten, der sogenannte Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht. Den sehen wir hier, habe ich eigentlich. Und dieser Zwischenbericht, in diesem Zwischenbericht Teilgebiete sind eben, ups, das war zu schnell. In diesem Zwischenbericht Teilgebiete sind eben alle die Regionen in Deutschland dargestellt, die potenziell für ein Endlager in Betracht kommen. Das heißt, Gebiete mit diesen drei potenziellen Wirtsgesteinen, Steinsalz, Tongestein oder kristallines Gestein. Und diese Gebiete dürfen eben nicht unter die Ausschlusskriterien fallen, müssen die Mindestanforderungen natürlich erfüllen und sollten nach den Abwägungskriterien günstig sein. Und in diesem Bericht von letztem Jahr vorgestellten Gebiete umfassen doch so ziemlich genau die Hälfte der Fläche Deutschlands. Das heißt also, die Suche geht jetzt sehr intensiv weiter und es gibt natürlich viele offene Fragen und Diskussionen, woran denn nun der bestmögliche Standort zu erkennen ist oder was die Merkmale eines bestmöglichen Standorts sind. Zoom überzeugt mich nicht. Ja, um das so ein bisschen mal schematisch darzustellen, das habe ich einfach mal von unserer Homepage übernommen und ein bisschen modifiziert. Welche Mindestanforderungen werden denn jetzt an so ein Endlager gestellt? So ein Endlager besteht erstmal aus dem Einlagerungsbereich. Das ist das, was hier in Orange dargestellt ist, also der Bereich, in dem das eigentliche Endlager gebaut wird. Und dieser Einlagerungsbereich ist umgeben vom einschlusswirksamen Gebirgsbereich oder kurz EWG. Das ist eben der Teil einer Gesteinsformation, der durch seine Eigenschaften sicherstellen soll, dass eben diese radioaktiven Abfälle auch da
da bleiben, wo sie sind und eben nicht an die Umwelt, in die Umwelt austreten können. Deswegen gibt es gewisse Anforderungen an diesen einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das ist zum einen natürlich eine geringe Durchlässigkeit. Laut Gesetzen eine Durchlässigkeitsbeiwert Kf von weniger als 10 hoch minus 10 Meter pro Sekunde. Das ist ziemlich wenig, ziemlich undurchlässig. Dieser Bereich muss mindestens 100 Meter mächtig sein. Und er muss, da ist das Gesetz ein bisschen schwammiger, er muss eine ausreichende Fläche aufweisen. Ausreichende Fläche deswegen, weil je nach Wirtsgestein, also Steinsalz, Tonstein oder Kristallingestein, eben unterschiedliche Mindestflächen ausgewiesen werden. Und dann für ein entscheidender Punkt dann auch für die eben gerade für die Langzeitsicherheit im Hinblick auf Erdoberflächenprozesse ist eben die Mindesttiefe der Oberkante dieses EWGs. Da habe ich hier mal diese beiden Pfeile angezeichnet. Dieser grüne Pfeil, das ist die Regelung für Tonstein und auch Kristallingestein, dass die Oberkante mindestens 300 Meter unter der Erdoberfläche sein soll. Und für Steinsalz schreibt das Gesetz vor, dass die Salzschwebe, also die Mächtigkeit, verbleibende Salzmächtigkeit oberhalb dieses EWGs mindestens 300 Meter mächtig sein soll. Und darüber in der Regel noch ein Deckgebirge angenommen wird, weil natürlich erstens die wenigsten Salzformationen an der Oberfläche ausstreichen und das natürlich auch irgendwie eine wenig günstige Situation ist. Ja, und eine weitere Mindestanforderung ist eben der Erhalt der Barrierewirkung dieses EWGs. Und im Prinzip ist der Punkt, der nochmal die Langzeitsicherheit definiert, weil das eben besagt, dass keine Erkenntnisse vorliegen dürfen, die dazu darauf hinweisen, dass eben die Integrität dieses EWGs im Zeitraum der nächsten einer Million Jahre in Zweifel zu ziehen sind. Und das bedeutet eben ganz einfach, wir brauchen für die Langzeitsicherheit müssen wir irgendwie zu Prognosen kommen, um eben darauf möglichst um sicherzustellen zu können, dass eben dieser Zeitraum von einer Million Jahre tatsächlich dann eingehalten wird und wir davon ausgehen können, dass für diesen Mindestzeitraum, das ist ja auch ein Mindestzeitraum, dass dieses ganze Endlagersystem eben sicher ist. Und nun haben ja Prognosen, es gibt ja diesen schönen Spruch, Prognosen sind meistens schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, sind eben mit großen Unsicherheiten häufig behaftet. Und für viele Fragestellungen in der Langzeitsicherheit bietet sich dafür eben an der Blick in die Vergangenheit, um eben aus der Vergangenheit Schlüsse in die Zukunft zu ziehen. Und diejenigen von uns, die einen geowissenschaftlichen Hintergrund in irgendeiner Form haben, haben bestimmt schon mal diesen berühmten Satz von Lyell gehört: The presence is the key to the past. Was eben in der ursprünglichen Form bedeutet, aus den Prozessen, die in der Gegenwart ablaufen, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgen, zum Beispiel der Sedimentation und Erosion. Diese Prozesse folgen irgendwelchen physikalischen Gesetzmäßigkeiten und diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten gelten eben genauso in der Gegenwart wie auch in der Vergangenheit. Das ist so das, was man als Geologe ja klassischerweise tut, dass man im Gelände oder wo auch immer irgendwas beobachtet und versucht daraus auf die geologische Vergangenheit zu schließen. Aber genauso ist ja davon auszugehen, dass Prozesse, die in der Vergangenheit irgendwie abgelaufen sind, nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten eben auch in der Zukunft ablaufen werden. Ja, und
wenn wir uns jetzt die jüngere geologische Vergangenheit gerade Europas oder auch Deutschland, speziell Deutschlands anschauen, dann ist es natürlich so, dass die Eiszeiten im Pleistozän oder im Quartär in den letzten 2,6 Millionen Jahren etwa doch ein Faktoren waren, Prozesse waren, die die Erdoberfläche und auch bis in große Tiefen die Geologie und die Landschaft erheblich beeinträchtigt und verändert haben. Und um sich das mal vor Augen zu führen, auch was das eventuell für die Zukunft bedeuten kann, habe ich hier mal der Eisrandlagen der großen pleistozänen Eisvorstöße, Elster, Saale und Weichsel, geplottet über diese Karte der Teilgebiete. Ich habe mich jetzt hier auf Norddeutschland beschränkt, einfach vom Maßstab her und weil ich mich in Norddeutschland einfach deutlich besser auskenne. Und wir sehen eben, dass eigentlich ganz Norddeutschland in diesem Bereich liegt, der von Eisschilden mindestens einmal bedeckt war, zum Teil auch deutlich häufiger. Und darüber hinaus gibt es ja eine ganze Reihe von eiszeitlichen Prozessen, die auch über den Eisrand hinauswirken können. Solche Prozesse wie zum Beispiel die Bildung von Permafrost etc. Und ein Prozess, der nun auch im Standortauswahlgesetz explizit benannt wird, oder eben nicht ganz explizit, sondern so ein bisschen, es ist so ein bisschen verklausuliert, weil hier steht dann was von eiszeitlich bedingter intensiver Erosion, die eben die Integrität eines solchen Endlagers gefährden kann. Und unter intensiver Erosion hat man sich natürlich insbesondere die Bildung von eiszeitlichen Rinnensystemen vorzustellen. Aber bevor wir dahin kommen, so ein bisschen so ein kleiner Überblick, die Eiszeiten in der Erdgeschichte. Wie kommt es überhaupt zu Eiszeiten? Was oder weiter ausgeholt, was steuert überhaupt unsere Klimaentwicklung? Und ich habe hier rechts, links mal dargestellt, die stratigraphische Tabelle für die letzten 3,8 Milliarden Jahre. Und wir sehen eigentlich, dass in diesem Zeitraum es immer wieder zu Eiszeiten gekommen ist, die aber nur eher einen Sonderfall als die Regel in der Erdgeschichte darstellen. Also die Phasen, in denen wir wirklich große, ausgedehnte Eisschilde haben, sind eher ein Sonderfall. Ja, und was kontrolliert eben diese Ausdehnung dieser Eisschilde oder das Auftreten von Eiszeiten? Einige Kontrollfaktoren, ohne dass das irgendwie abschließend sein sollte, sind zum einen die Plattentektonik. Wo befinden sich die Landmassen? Wie können Meeresströmungen, atmosphärische Strömungen sich verhalten? Das ist ein wesentlicher Faktor, der das Klima kontrolliert. Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre, ein zweiter wichtiger Faktor, der auch mit der Plattentektonik eng zusammenhängt, also wenn wir von geologischen Prozessen jetzt sprechen, haben wir zum Beispiel Vulkane, die eben CO2freisetzen und Verwitterungsprozesse, wenn eben frisches Gestein an der Erdoberfläche verwittert und daher CO2 gebunden wird, dabei bei diesem Prozess CO2 gebunden wird und damit der Atmosphäre entzogen wird. Und als dritten großen Block haben wir die orbitalen Parameter, also die zyklischen Veränderungen der Erdumlaufbahn um die Sonne, die eben die Sonneneinstrahlung und damit auch das Klima stark beeinflusst. Ja, wenn wir uns mal die langfristige Klimaentwicklung im Känozoikum anschauen, also über die letzten ungefähr 65 Millionen Jahre, dann sehen wir einen ziemlich kontinuierlichen Abkühlungstrend. Wir haben hier dargestellt die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur. Ich muss gestehen, wie man die genau bestimmt, ist mir irgendwie so ein bisschen schleierhaft, aber nun gut. Wir sind heutzutage bei einer globalen Durchschnittstemperatur, ist hier angegeben als ungefähr 14,5 Grad.
in der aktuellen Diskussion um den menschengemachten Klimawandel wird ja immer gerne von einem 2-Grad-Ziel oder 1,5-Grad-Ziel gesprochen. Da muss man sich mal vor Augen führen, dass bei der globalen Durchschnittstemperatur, dass der Unterschied zwischen unseren relativ angenehmen Temperaturen, die wir heute haben, und dem eiszeitlichen Maximum mit Eisschilden, die irgendwie in Norddeutschland, mit einem Eisrand in Norddeutschland, der irgendwie von Düsseldorf bis Dresden reicht, das sind gerade mal ungefähr 4 oder 5 Grad Unterschied in der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zu heute, um das mal auch ein bisschen in Zusammenhang zu setzen. Aber wie gesagt, hier die langfristigen Trends sind eben dieser känozoische Abkühlungstrend. Und hier unten sind dargestellt 3 wesentliche Faktoren, die jeweils wieder mit der Plattentektonik zusammenhängen. Das ist zum einen eben die Kollision zwischen Indien und Eurasien mit der Aufhaltung des Himalaya-Gebirges, beginnend eben vor ungefähr 50 Millionen Jahren und eben durch den schon angesprochenen Verwitterungsprozess der Atmosphäre eben CO2 entziehend. Das ist ein großer Faktor. Der nächste Schritt, sozusagen der nächstjüngere Schritt, wo die Plattentektonik eine große Rolle spielt, ist eben die Öffnung der Drake-Passage zwischen der Antarktis und Südamerika. Was dazu geführt hat, dass sich eben der zirkumantarktische Meeresstrom entwickeln konnte, der dafür sorgt, dass die Arktis im Wesentlichen klimatisch isoliert ist. Und wenn wir nochmal 2 Folien zurückgehen, ist das ziemlich genau eben die Phase, in der auch Eisschilde anfangen, sich eben in der Antarktis hier auszudehnen. Ja, und als nächsten wesentlichen Schritt, wie gesagt, wir sind noch bei der Plattentektonik, eben die Schließung der Landenge von Panama vor ungefähr 5 bis 10 Millionen Jahren, die eben dazu wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich die Meeresströmungen so wie heute entwickeln konnten und vor allem eben der Golfstrom angefangen hat, warmes Wasser in den Nordatlantik zu transportieren. Wie schon gesagt, eben die plattentektonische Konfiguration der Ozeane und Kontinente ist eben der Faktor, der im Wesentlichen kontrolliert, wie solche globalen Meeresströmungen ausgebildet sind. Und hier ist eben dieser, gerade auch für Europa, dieser warme Golfstrom ein entscheidender Faktor. Da eben diese Wärme, die in den Nordatlantik transportiert wird, unser Klima ganz wesentlich steuert, vor allem eben auch die Niederschläge und so auch dazu beigetragen hat, dass sich auf der Nordhalbkugel überhaupt Eisschilde ausbilden konnten. Ja, springen wir von den ganz langfristigen Prozessen, von der Plattentektonik, die sich ja in Millionen Jahren vor allem abspielt, zu Prozessen, die sich in kürzeren Zeitraum abspielen. Das sind die Orbitalparameter oder sogenannten Milankovitch-Zyklen. Hier gibt es 3 wesentliche Prozesse, die eben unser Klima beeinflussen. Das ist zum einen hier unten dargestellt die Exzentrizität, also die Abweichung der Form der Erdumlaufbahn um die Sonne von einem Kreis, die sich eben in einem Zeitraum von ungefähr 100.000 Jahren verändert. Wir haben die Obliquität, also die Neigung der Erdachse. Aktuell sind es 23,4 Grad. Dieser Wert verändert sich über die Zeit zwischen einem minimalen und einem maximalen Wert. Und zusätzlich haben wir die Präzession, also diese geneigte Erdachse ist dann nicht konstant in ihrer Ausrichtung, sondern es verändert sich eben auch noch es gibt eine Schwingung dann die Ebene der Erdumlaufbahn, was im Wesentlichen bedeutet, dass der Zeitpunkt, wann die Pole oder die Achse eben Richtung Sonne gerichtet sind, sich über die Zeit ändert. Und alle diese 3 Prozesse verändern sich eben zyklisch.
jeder Prozess für sich genommen bildet im Prinzip so eine Art Sinuskurve nach. Und wenn man das dann übereinander legt, diese Kurven, bekommt man so eine zusammengesetzte Kurve. Das ist erstmal, das ist sozusagen pure Mathematik, was der Herr Milankovitch sich da vor ungefähr, ja, nee, vor ziemlich genau 80 Jahren dieses Modell entwickelt hat. Also das ist erstmal reines Rechenmodell, das eben hier schon korreliert wird mit verschiedenen eiszeitlichen Phasen. Wir sehen hier eben verschiedene Minimum- und Maximumphasen. Die Einheiten, die hier dargestellt sind, das sind relative Einheiten, um eben einfach die Veränderungen der Sonneneinstrahlung über diese Erdbahnparameter zu beschreiben. Ja, und kommen wir von diesen, das ist die Darstellung eben aus dieser 80 Jahre alten Originalpublikation. Und wenn wir uns eine relativ moderne Rekonstruktion der Klimaentwicklung über die letzten 800.000 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass diese Rekonstruktion gar nicht so weit entfernt liegt von dem berechneten Modell. Und wir sehen hier auch ganz gut, ich habe mal hier eingetragen noch die für Norddeutschland relevanten drei Hauptvereisungsphasen von Weichsel, Saale und Elster. Und was wir ungefähr sagen können für diese Klimaentwicklung der letzten 800.000 Jahre, ist eben, dass der entscheidende Faktor hier diese 100.000 Jahreszyklen sind. Also wir haben hier die Minima der Temperaturen hier liegen immer um die 100.000 Jahre auseinander. Und das ist eben ein Faktor, wenn wir in die Zukunft jetzt blicken. Und diese Prozesse werden in der Zukunft genauso weiterlaufen wie in der Vergangenheit, ist eben davon auszugehen, dass wenn diese 100.000 Jahreszyklen so weiterlaufen wie in den letzten 1 Million Jahre, dass wir in den nächsten 1 Million Jahre eben mit bis zu 10 Eiszeiten wieder zu rechnen haben. Ja, um mal so eine Übersicht zu geben, wie die Europa, Eurasien während der letzten Eiszeit, das ist nicht die alleraktuellste Abbildung. Da gibt es inzwischen, es gibt natürlich neuere Rekonstruktionen, die immer detaillierter werden, aber ich mag die Darstellung hier einfach ganz gerne. Wir sehen hier die Eisbedeckung während der vorletzten Eiszeit, also die in Norddeutschland als die Saale-Eiszeit bezeichnet wird. Wir sehen eben, dass hier doch ein ganz erheblicher Teil des nördlichen Europas, nördlichen Eurasiens von Eis bedeckt war. Ja, und wenn wir uns das Ganze mal für Norddeutschland anschauen, habe ich hier nochmal die drei großen Eiszeiten dargestellt. Wir sehen eben Elster- und Saale-Vereisung, die beiden Mittelpleistozän-Vereisungen, die so beide ungefähr an den Nordrand der Mittelgebirge gereicht haben. Im Detail kleine Unterschiede, aber ungefähr ein sehr, sehr ähnlicher maximaler Vorstoß und dann der weichselzeitliche Eisvorstoß, der dann deutlich dahinter zurückgeblieben ist. Und zum Beispiel, also kann man einfach der Einfachheit halber sagen, eben die Elbe nicht mehr überschritten hat, aber trotzdem eben auch eine enorme Eiszeit. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gut, jetzt haben wir von dieser Eisbedeckung gehört, aber was macht das mit unserer Landschaft überhaupt und auch mit dem Untergrund? Und da habe ich hier mal so eine Rekonstruktion rausgesucht, wie man sich ungefähr ganz grob, so viel weiß man darüber auch zum Teil wirklich gar nicht. Es gibt wenig so zusammenfassende Rekonstruktionen, wie man sich eben Europa vor den Eiszeiten vorstellen kann. Also ungefähr so zu Beginn des Quartärs an der Grenze Pliozän-Pleistozän. Und wir sehen hier doch eine
ganz erheblich anderes Bild. Wir haben hier im Osten, die Ostsee fehlt noch komplett als eben ein flaches Meeresbecken, das durch glaziale Erosion entstanden ist während der Eisvorstöße. Wir haben stattdessen das große baltische Flusssystem, das im Prinzip ganz Nord- und Osteuropa entwässert zur Nordsee hin. Sämtliche größeren Flüsse in Norddeutschland und in Osteuropa sind nur Nebenflüsse dieses großen Systems. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied, der im Prinzip nur auf glaziale Erosionsprozesse zurückzuführen ist. Gleichzeitig haben wir Großbritannien, das noch über eine Landschwelle. Also das ist nicht irgendwie trockengefallener Meeresboden, sondern das ist tatsächlich eine aus Festgestein überwiegend der Kreidezeit aufgebaute Landschwelle, die eben hier zwischen Nordfrankreich und Südengland zu dieser Zeit noch bestanden hat, die dann durchbrochen wird während der Elster-Eiszeit durch das Auslaufen eines großen Eisstausees von der Nordsee oder vom Nordseebecken in den Ärmelkanal. Und damit überhaupt erst diesen Ärmelkanal schafft. Also die Trennung Großbritanniens vom Kontinent auch irgendwie ein wiederkehrendes Motiv. Und das sind nur die großen Veränderungen. Und wenn wir hier jetzt ins Detail gehen würden, finden wir eben eine ganze Menge Dinge, die sich natürlich erheblich verändert haben während dieser letzten 1 bis 2 Millionen Jahre, überwiegend während weniger als 1 Million Jahre eigentlich, weil ja die ersten großen Eisvorstöße aus Skandinavien nach Süden erst so vor weniger als 1 Million Jahre aufgetreten sind. Ja, und das bringt uns dann zur Frage zukünftiger Eiszeiten. Wie schon gesagt, es wird ja eben heutzutage viel vom menschengemachten Klimawandel geredet, der natürlich ein riesiges Problem darstellt. Aber wir betrachten, wenn wir uns die langfristigen Zeiträume anschauen, sind natürlich diese Randbedingungen, die unser Klima langfristig kontrollieren, immer noch gegeben und eben tendenziell eher auf Kaltzeit als auf Warmzeit eingestellt, weil ja eben zum Beispiel die Erdbahnparameter, die Veränderung der Sonneneinstrahlung, habe ich jetzt noch nicht weiter erwähnt, einfach so weiterlaufen wie in der Vergangenheit auch. Und wie schon erwähnt, über diesen 100.000-Jahres-Zyklus müssen wir eben rechnen mit ungefähr 10 Eiszeiten in den nächsten 1 Million Jahre. Ich habe vor einiger Zeit eine Studie gelesen, ich habe die jetzt leider auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Die Autoren gingen davon aus, dass eben über die natürlichen Prozesse, die der Erdatmosphäre das CO2 wieder entziehen, man davon ausgehen kann, dass die so in 100 bis 200.000 Jahren eben der menschliche CO2-Eintrag wieder auf dem dass der CO2-Gehalt wieder auf dem vorindustriellen Niveau angekommen sein sollte. Hilft uns natürlich für die nähere Zukunft relativ wenig. Aber wie gesagt, deswegen sind eben Eiszeiten langfristig etwas, womit man weiter rechnen muss. Ja, und wie gesagt, wir haben eben diese eiszeitlichen Prozesse das Potenzial, die Erdoberfläche doch erheblich zu verändern, umzugestalten und damit eben auch das Potenzial, dass zukünftige Eiszeiten eben die Sicherheit oder die Integrität eines Endlagers in der nächsten 1 Million Jahre doch beeinflussen können. Ja, und wenn wir uns jetzt speziell in Norddeutschland, aber auch in vielen anderen Regionen die Quartärbasis anschauen oder die Pleistozänbasis, also die Trennfläche, die die pleistozänen Schichten von den älteren Schichten trennen, dann sehen wir ganz typisch so ein Muster. Das hier ist jetzt eine Ansicht aus einem 3D-Modell, das ich vor einiger Zeit mal gebaut habe. Und wir sehen hier ein Muster von Rinnenstrukturen. In diesem Bereich, den ich hier ausgesucht habe, sind die so bis 200 Meter tief. Das sind die in blau dargestellten Bereiche.
Wir sehen ein kompliziertes Muster. Diese Rinnen schneiden sich, verzweigen sich, zeigen solche vertieften Bereiche. In einigen Bereichen hören sie plötzlich auf. Und das sind diese Rinnenstrukturen sind eben etwas, mit dem ich mich schon eine ganze Weile beschäftige und auch ein Thema, das in der Langzeitsicherheit schon auch eine ganze Weile betrachtet wird, weil wir hier eben tiefreichende Erosionsprozesse haben, die sich in Zukunft auch potenziell auf ein Endlager auswirken können. Ja, was interessiert uns denn nun in der Langzeitsicherheit konkret an diesen subglazialen Rinnen? Ich habe hier in der Literatur diese schöne Abbildung gefunden. In der Studie geht es eigentlich darum, um die Rolle von solchen Rinnen oder ihren Füllungen, wenn es darum geht, tiefer liegende, grundwasserführende Schichten vor dem Schadstoffeintrag von der Oberfläche zu schützen, weil wir natürlich hier eine Wegsamkeit schaffen können zwischen wasserführenden Schichten tief im Untergrund und der Erdoberfläche. Aber genauso können eben solche Rinnenstrukturen natürlich auch eine Verbindung schaffen zwischen die eben von unten nach oben sozusagen führt. Und das wollen wir natürlich in der Endlagerung nach Möglichkeit vermeiden. Und deswegen ist eben eine Frage, die uns umtreibt, ganz einfach gesprochen, wo werden denn zukünftig subglaziale Rinnen entstehen, wenn sie irgendwo entstehen? Ja, schauen wir uns mal die Karte Europas an. Diese Rinnen sind tatsächlich überall weit verbreitet. Also in allen Gebieten, die irgendwie mal vom Eis bedeckt waren. Das ist hier aus einer ganz aktuellen Arbeit. Was ich hier faszinierend finde, ist eben, dass die ganze Nordsee eigentlich schwarz ist, weil sich hier überall irgendwelche Rinnenstrukturen, weil es hier überall irgendwelche Rinnenstrukturen gibt. Ja, und schauen wir uns mal die etwas detailliertere Karte für Norddeutschland an, sehen wir eben hier auch diese tiefen Rinnenstrukturen. Wir haben hier in Norddeutschland, muss jetzt sagen, ungünstigerweise für die Langzeitsicherheit auch noch die Situation, dass wir hier sozusagen den Weltrekord an Rinnentiefen haben, der bei ungefähr 580 Metern liegt. Das ist hier diese Rinne im Bereich zwischen Mecklenburg und Brandenburg. Und diese Rinnen sind eben entstanden während der vergangenen Eiszeiten durch Schmelzwasser, das eben unter den Gletschern unter hohem Druck sich in den Untergrund eingeschnitten hat. Ja, typische Merkmale, ich habe schon erwähnt, Tiefen bis zu 500 Metern, typischerweise eher weniger, vielleicht so bis maximal 300 Metern. Breite bis zu 12 Kilometern, viele Kilometer lang, teilweise deutlich über 100 Kilometer. Und ein Merkmal sind diese lokalen Übertiefungen, die hier auch dargestellt sind und diese abrupten Enden und Anfänge, die uns eben anzeigen, das sind keine Flussrinnen, das ist irgendwie durch Wasser entstanden, das unter Druck steht, weil sowas macht kein Flusssystem. Ja, und es haben sich, diese subglazialen Rinnen sind seit vielen Jahren eben ein Gegenstand der Forschung. Und es gibt so verschiedene Modelle, wie die entstanden sein können. Ich habe das jetzt einfach mal als katastrophales Modell benannt. Dieses Modell besagt eben, dass wir diese Rinnenmuster, wie wir sie im Untergrund sehen, durch das Auslaufen von großen Schmelzwassermengen in kurzer Zeit angelegt werden und dass eben diese ganzen Rinnensysteme gleichzeitig entstehen. Das ist ein gutes Modell, um eben zu erklären, warum wir diese sich verzweigenden Muster von Rinnen haben. Der Nachteil ist an diesem Modell, dass man eben doch ganz erhebliche Volumina an Schmelzwasser braucht, für die es zum Teil dann einfach nicht klar ist, wo diese Wassermengen hergekommen sind. Ja, und das zweite große Modell ist das episodische Modell. Das heißt, wir haben hier in diesem Modell
unter unserem Eisschild auch aufgestaute Schmelzwassermengen, die dann immer mal wieder kommt es dann zu einem Auslaufen, also der aufstauende Horizont wird durchbrochen und das Schmelzwasser läuft aus und führt eben dazu, dass solche Rinnensegmente angelegt oder einzelne Rinnen angelegt werden. Dieses Modell hat eben den Vorteil, dass es recht gut erklärt, warum diese Rinnen relativ regelmäßige Abstände haben und erklärt eben auch diese geraden Segmente dieser Rinnen. Und vor allem, wenn wir uns das mal in so einem schematischen Schnitt hier rechts anschauen, können wir damit eben auch erklären, wie das im Verhältnis zu dieser Rinnenbreite, weil ich habe es ja gesagt, diese Rinnen können mehrere Kilometer breit sein. Das heißt, es ist schwer vorstellbar, dass diese komplette Rinne gleichzeitig mit Wasser gefüllt ist. Das wären ja doch erhebliche Mengen, die da notwendig wären. Und das bedeutet eben, wir haben an der Basis dieser Rinnenstruktur einen aktiven Kanal, der Schmelzwasser führt, episodisch. Und über dieses episodische Einschneiden wird eben diese Rinne vergrößert über den Lauf der Zeit. Ja, und das dritte Modell ist eben der stetige Abfluss an der Basis des Gletschers. Das heißt, hier brauchen wir keine aufgestauten Schmelzwassermengen, die irgendwann auslaufen, sondern wir haben einen relativ stetigen Abfluss an der Basis des Gletschers, der sich eben in den Untergrund einschneidet und dabei eventuell auch direkt wieder am Eisrand Sediment ablagert. Das heißt, die Rinne wird noch, wir haben hier auf der rechten Seite, auf der erodierenden Seite eine rückschreitende Erosion, die diese Rinnenstruktur bildet. Und gleichzeitig haben wir eben diese auf der linken Seite hier die Verfüllung dieser Rinne. Das heißt, ein Großteil dieser Rinne ist dann direkt nach der Bildung auch schon wieder mit dem Sediment, das eben hier abgetragen wurde, verfüllt. Wie gesagt, alle diese drei Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Deswegen halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass im Prinzip ein kombiniertes Modell im Endeffekt für die Genese der subglazialen Rinnen verantwortlich ist. Also dass sowohl stetige Prozesse als auch eben dieses Auslaufen von aufgestauten Schmelzwassermengen eine Rolle spielen kann, um eben diese Rinnenstrukturen anzulegen. Ja, ein weiterer wesentlicher Faktor, der die Entstehung dieser Rinnen kontrolliert, ist eben die Durchlässigkeit des Untergrunds, weil das Schmelzwasser ja nicht nur an der Basis des Gletschers abfließt, sondern eben auch in den Schichten, in den Gesteinsschichten oder die ja zum Teil unverfestigt sind an der Basis eines Eisschilds. Und das ist hier mal so schematisch dargestellt. Wir haben hier in Beige durchlässige Horizonte und in Grün weniger durchlässige Horizonte. Und diese Struktur, die ja ganz typisch ist für den geologischen Untergrund, führt eben dazu, dass sich zwischen diesen, das ist hier immer mit diesen fetten Pfeilen dargestellt, zwischen den durchlässigen und den weniger durchlässigen Horizonten ein Druck aufbaut. Und wenn wir hier eine beginnende Erosion haben, haben wir hier einen hohen Druckgradienten, der eben dann Material in diese entstehende Rinne reinspült, was eben dazu führt, dass diese Struktur über die Zeit vergrößert wird und eben auch sehr große Tiefen erreichen kann. Ja, und damit haben wir einen zweiten wichtigen Kontrollfaktor eben für die Entstehung dieser Rinnen, ist der Aufbau des Untergrunds, eben nicht nur die Durchlässigkeit, sondern sozusagen größer gesprochen im geologischen Sinne, woraus besteht unser Untergrund. Und da hat man schon schon lange beobachtet, dass eben gerade in Norddeutschland die größten Rinnen, die tiefsten Strukturen treten eben genau in so einer Zone auf, in der eben auch die tertiären Ablagerungen, also die känozoischen Ablagerungen besonders mächtig sind. Also die Ablagerungen der jüngeren Erdgeschichte, die zum Teil noch wenig verfestigt sind, also durch solche Prozesse leicht abgetragen werden können.
Und hier sehen wir eben, das ist diese Zone, wo genau die großen Rinnentiefen auftreten. Ja, und weiterer interessanter Fakt, auch gerade für uns interessanter Faktor, ist eben diese die Generationen subglazialer Rinnen, die auftreten. Also wir sehen hier zwei Abbildungen aus zwei Studien aus der Nordsee, die eben diese eine aus dem hier links aus der deutschen Nordsee und rechts aus der dänischen Nordsee, die eben die Verbreitung dieser Rinnen rekonstruiert haben. Und wir sehen eben hier, dass es verschiedene Rinnengenerationen gibt, die sich auch kreuzen. Wir sehen hier zwei unmittelbar nebeneinander laufende Rinnenstrukturen zum Beispiel. Und das ist eben ein starker Hinweis darauf, dass diese Rinnen immer wieder, auch während wiederholter Eisvorstöße, immer wieder eingeschnitten werden und auch gleich wieder verfüllt werden. Und ich habe hier noch ein weiteres Beispiel aus der Nordsee. Und wenn wir zuerst mal hier dieses untere Bild anschauen, das ist sozusagen das, was wir heute sehen. Ein komplexes Muster von Rinnenfüllungen. Und was hier gemacht wurde in dieser Studie, die Kolleginnen haben das aufgeschlüsselt, wie diese Rinnen nach verschiedenen Generationen entstanden sind und haben das dann hier versucht, verschiedenen Eisvorstößen zuzuordnen. Ich habe das mal versucht, hier mit den Farben noch zu ergänzen, damit man sich ein bisschen besser orientieren kann. Und wir sehen eben verschiedene alte Strukturen von subglazialen Rinnen, die eben diesen verschiedenen Eisvorstößen während des Pleistozäns zugeordnet werden können. Das heißt, es ist relativ mit diesem Wissen relativ unwahrscheinlich anzunehmen, dass eben diese ganzen großen Rinnenstrukturen alle gleichzeitig entstanden sind, sondern es spricht eben viel dafür, dass diese Rinnen immer wieder entstehen, verfüllt werden und dann eben während dem nächsten Eisvorstoß mit einer anderen Richtung und vielleicht auch an anderer Stelle die nächste Rinne entsteht. Ja, und damit komme ich zurück zu unserer Langzeitsicherheit und den subglazialen Rinnen. Und wenn wir jetzt mit diesem neuen Wissen über diese subglazialen Rinnen nochmal auf diese Karte der Teilgebiete schauen und die Ausdehnung der Eisvorstöße, müssen wir uns eben fragen, wie gehen wir mit so einer zukünftigen Rinnenbildung um? Müssen wir zum Beispiel, das wäre ja ein einfacher Ansatz, eine entsprechend größere Mindesttiefe für diese Bereiche auswählen, einfach um diesen Problemfaktor schon mal ausschließen zu können. Ich werde die Zusammenfassung, das ist jetzt vorzulesen, werde ich mir sparen. Wie gesagt, Ziel ist eben, die Sicherheit eines Endlagers soll für 1 Million Jahre gewährleistet werden. Und in diesem Zeitraum können eben eine Reihe von, ist damit zu rechnen, dass bis zu 10 Eiszeiten auftreten können. Und es ist eben auch wieder mit der Bildung dieser subglazialen Rinnen zu rechnen. Ja, wie gesagt, an der BGR beschäftigt man sich schon lange mit diesem Thema. Da sind über die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte eigentlich immer wieder Publikationen erstellt worden, die irgendwas mit subglazialen Rinnen zu tun haben. Und jetzt aktuell haben wir zwei laufende Projekte, die ich noch kurz vorstellen möchte. Das eine Projekt trägt den Titel Pleistozäne subglaziale Rinnen in Norddeutschland. Das ist in dem Projekt, das über 5 Jahre laufen soll, wollen wir uns eben wirklich mit den sozusagen großen Fragen für die Langzeitsicherheit bezüglich dieser subglazialen Rinnen beschäftigen. Also wo entstehen diese Rinnen? Welche Rolle spielt der Untergrund dabei? Und auch können verfüllte Rinnen reaktiviert werden, um eben das Ganze möglicherweise, um daraus eben ein Prognosemodell für die Rinnenbildung ableiten zu können. Und dann gibt es aktuell noch ein zweites, größeres Projekt an der BGR, das sich eben mit den Rinnen beschäftigt.
Da geht es, das ist ein etwas konkreteres Projekt, in dem es um die Berücksichtigung subglazialer Erosionsprozesse bei der Auswahl eines Standorts für die Endlagerung geht. Das ist ein Projekt, für das wir von der BGE beauftragt worden sind, beziehungsweise wir haben uns aktiv auf eine Ausschreibung beworben. Der Unterschied hier ist, dass wir hier auch tatsächlich Nord- und Süddeutschland betrachten wollen. Und auch in diesem Projekt ist eben die Hauptfrage, basierend auf dem Kenntnisstand, basierend auf unserem Wissen über die Pleistozäne-Erosion, eine Prognose zu erstellen, welche Gebiete eventuell in Zukunft von Gletschererosion betroffen sein können.